Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Riesenkahlschlag am Lackenberg. Wie kommt es zu diesem Thema? Ich hatte doch schon bei meinem letzten Video über den Riesenkahlschlag am Hirschgespräng gesagt, dass ich mich mit diesem Thema eigentlich gar nicht mehr beschäftigen wollte und jetzt ein zweites Video über diese Riesenkahlschläge im nördlichen Teil des Bayerischen Walds. Wie kommt es dazu? Ich hatte doch gesagt, damit willst du dich nicht mehr beschäftigen. 2014 hatte ich da so viele Artikel drüber geschrieben. Ich hatte das so ausführlich analysiert und mir dann gesagt, nee, Schluss aus, basta. Der nördliche Teil des Nationalparks Bayerischer Wald ist für dich fortan tabu. Verbrannte Erde, Katastrophengebiet. Nee, mach ich nicht mehr. Schluss. Und jetzt doch wieder Riesenkahlschläge. Nationalpark Bayerischer Wald, warum? Nun ja, der Grund ist so ähnlich wie bei meinem letzten Video. Ich wollte in den Nationalpark Šumava, also in den tschechischen Nationalpark, der direkt neben dem Nationalpark Bayerischer Wald ist. Aber großes Problem, da kam ich nicht hin. Da fährt kein Bus mehr im September. Also ich mir die Karte genommen und dann geguckt und dann festgestellt, Mensch, du kannst mit dem Zug nach Bayerisch Eisenstein und dann kannst du in den Nationalpark Šumava immer schön entlang der deutsch-tschechischen Grenze, dann zum Lackenberg und dann zurück zum Zwieseler Waldhaus und von dort mit dem Bus wieder. Na, das geht. Aber, dumm, ich kam wieder an den Riesenkahlschlägen vorbei. Was soll ich machen? Naja, und dann habe ich mir gedacht, dann verbindest du das mit einer nützlichen Sache, dann drehst du einen Film. So, und warum ist das jetzt nützlich? Nun, ich glaube, über diese Riesenkahlschläge da am Lackenberg, da wissen viele Leute gar nicht so richtig Bescheid, wenn sie das überhaupt wissen. Es gibt zum Beispiel bei YouTube da nur 2 kleine Filmchen. Zum Lusen und zum Falkenstein, da kann man sich Filme runterladen und sich anschauen. Ach, noch und nöcher. Aber zum Lackenberg, 2 kleine Filmchen, 5 Minuten, Bayerischer Rundfunk, November 2009. Also 10 Jahre alt. Und so richtig viel sieht man da auch nicht von diesen Riesenkahlschlägen. Naja, und da dachte ich mir, das ist doch eine Lücke. Dann machst du das doch mal ein bisschen publik, damit die Leute wissen, was man da für einen großen Unsinn gemacht hat im nördlichen Teil des Nationalparks Bayerischer Wald. Die großen Kahlhiebe, die Sie gleich sehen werden, die fanden statt in den Jahren 2009 und 2010. Das liegt mittlerweile also 10 Jahre zurück. Es gibt Zahlen zu den Mengen an Holz, die damals kahlgeschlagen worden sind. Und es gibt Zahlen zu der Größe der Kahlhiebe. Es sind gigantische Zahlen, riesige Zahlen. Und die erwartet man eigentlich nicht in einem Nationalpark. Aber es ist damals passiert. Und ich blende Ihnen diese Zahlen, die in den Jahresberichten des Nationalparks veröffentlicht wurden. Das sind keine Geheimzahlen, öffentlich zugänglich, können Sie sich auch anschauen. Ich blende Ihnen diese Zahlen während des Videos einmal ein. Zum Schluss des Videos zeige ich, wie Nationalparkchef Karl Friedrich Sinner, der damalige Nationalparkchef, wie der darauf reagiert hat, auf die Kritik an den Kahlschlägen, wie der das gerechtfertigt hat. Dazu zeige ich Ihnen Szenen aus dem kleinen Video, was der Bayerische Rundfunk damals gedreht hat. Und ganz zum Schluss erzähle ich Ihnen von einem Telefonat, was ich in der letzten Woche geführt habe mit einem Pressesprecher des Nationalparks Bayerischer Wald. Auch da können Sie anrufen, die Telefonnummern stehen im Internet und Sie können sich erkundigen zu den Kahlschlägen, was dazu heute gesagt wird. Und das habe ich gemacht und ich erzähle Ihnen zum Schluss des Videos davon. Aber nun schauen Sie sich bitte zunächst die Bilder an von den Kahlschlägen am Lackenberg. Normalerweise würde ich sagen, viel Vergnügen,
Aber beim Anblick dieser Kahlschläge hat man so viel Vergnügen eigentlich nicht. Man startet am Bahnhof Bayerisch Eisenstein und geht dort entlang der Straße ein Stück, bis man rechts abbiegen kann Richtung Defernick. Dort beginnt ein asphaltierter Weg und den geht man immer weiter hübsch parallel zur tschechischen Grenze, bis man zu einer Kreuzung kommt. Und dann geht es einen ganz schmalen Pfad hinauf zum Lackenberg. Vom Lackenberg aus geht es auf dem Lackenbergsteig oder Lackenbergweg bergab bis zum Ruckowitz-Schachten und dann geht's zum Zwieseler Waldhaus. Hier nochmal eine andere Ansicht, diesmal nicht OpenStreetMap, sondern ein Überfliegungsbild des bayerischen Geoportals. Man sieht rechts den Lackenberg und dort beginnt der Lackenbergweg oder Lackenbergsteig. Und von diesem Weg aus wurden die Filmaufnahmen jetzt gemacht. Man sieht auch auf diesem Überfliegungsbild schon die großen Kahlschläge nördlich und südlich des Lackenbergwegs.
Im Streit um den Borkenkäferbefall musste sich der Nationalpark dem Druck der Kommunen am Falkenstein geschlagen geben. Bis heute gibt es dort Widerstände gegen den Park. Die Rodungen waren erforderlich, weil sich nun nach 2 Jahren nach dem Sturmereignis Kyrill, wo in einem Konsens vor Ort die großen Windwurfflächen liegen geblieben sind, genau das ereignet hat, was damals diskutiert wurde. Nach 2 Jahren Entwicklungszeit geht der Käfer aus den liegen gebliebenen Windwürfen in die umgebenden Wälder. Dort ist er zu stoppen durch die Bekämpfung. Ja, ja, die Politiker, der Kommunale Nationalparkausschuss. An dieser Begründung, die Sie gerade gehört haben, vom Nationalparkchef Sinner für die Kahlschläge, an dieser Schuldzuweisung an die Politiker. Die Politiker sind schuld, der Kommunale Nationalparkausschuss ist schuld, wir nicht. Da hat sich interessanterweise in den letzten 10 Jahren gar nichts geändert. Das ist immer noch so. So wird immer noch gesprochen. Und mir ist das aufgefallen bei meinem Telefonat, was ich in der Einleitung erwähnt habe, was ich gehabt habe mit einem der Pressevertreter des Nationalparks Bayerischer Wald. Da kann man anrufen, ich habe es gemacht und ich habe mich mal erkundigt, wie man da heute zu diesen Kahlschlägen am Lackenberg steht. Und es ist im Grunde genommen genau so geblieben wie damals. Auf der einen Seite sagt Ihnen jeder Verantwortliche im Nationalpark Bayerischer Wald, durch die biologische Brille betrachtet, ist das nicht in Ordnung gewesen. Das ist schädlich und das weiß man. Kahlschläge sind nicht gut für die Natur. Naja, dazu braucht man eigentlich kein Fachmann sein, das weiß man. Und das weiß auch jeder Verantwortliche und das wird auch gar nicht abgestritten. Wenn man das ökologisch betrachtet, macht das keinen Sinn. Tja, und warum macht man es dann? Und dann kommt wieder, wie so ein Kaninchen aus dem Zauberhut, kommt der Politiker. Die Politiker sind schuld. Ja? Also mir ist wörtlich gesagt worden, wir machen das ja nicht, weil wir das wollen. Wir machen nicht, was wir wollen, sondern was uns die Rechtsverordnung aufschreibt. Wir halten uns an die gültige Rechtslage. Und das ist die Nationalparkverordnung, die damals bei der Erweiterung des Nationalparks im Jahre 1997 vom Bayerischen Landtag beschlossen worden ist. Und da steht das drin, der Borkenkäfer muss bekämpft werden. Und da steht auch, wenn man das nicht machen will, wenn man Gebiete ausgliedern will aus der Borkenkäferbekämpfung, dann muss das mit dem Kommunalen Nationalparkausschuss abgeklärt sein. Der muss zugestimmt haben, dass man in bestimmten Gebieten den Borkenkäfer nicht mehr bekämpft, dass man die Gebiete zur Naturzone macht. In der Naturzone findet das nicht mehr statt, aber in den anderen Zonen, in den Entwicklungszonen, da muss der Borkenkäfer bekämpft werden. Und genau das ist am Lackenberg passiert. Naja, und dann wird eben gesagt, das ist halt leider in der Nationalparkverordnung so festgelegt und der Kommunale Nationalparkausschuss entscheidet. So werden Sie das von offiziellen Sprechern des Nationalparks hören. So werden Sie das von den Rangern hören, so werden Sie das von den Pädagogen im Nationalpark hören. Sie werden es allgemein hören. Das ist die gängige Sprachregelung. Die Politiker sind schuld. Wörtlich ist mir gesagt worden, wir sind eine Behörde und eine Behörde setzt das um, was sie machen muss. So sieht's aus. Die Erweiterung des Nationalparks war anders nicht durchsetzbar. Das war damals die politische Lage. Bitteschön. Ich habe dem Pressesprecher dann am Ende eine Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, was glauben Sie, wie lange dauert das, bis man das am Lackenberg nicht mehr sieht? Bis diese Wunden, die man dem Lackenberg geschlagen hat, bis diese Wunden verheilt sind? Ja, wird dann gesagt, das wird Jahrzehnte dauern. Und dann hat dieser nette Pressesprecher, wohlgemerkt, ein ganz netter junger Mann, er hat mir zugehört, hat meine Fragen beantwortet und am Ende hat er mir gesagt, es gibt da einen Wald in der Nähe des Rache.
auf tschechischer Seite, der sogenannte Judenwald, der ist vor 100 Jahren, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, kahlgeschlagen worden. Und wenn man da heute hingeht, also 100 Jahre später, dann sieht man das nicht mehr, die Wunden sind verheilt, dann wächst da ein junger, dynamischer Wald. Tja, 100 Jahre. Und mir ist nach dem Gespräch dann ein Zitat von John Maynard Keynes, dem berühmten englischen Ökonomen, eingefallen. Und John Maynard Keynes hat gesagt, langfristig sind wir alle tot.